Moin Moin, herzlich willkommen liebe Leute. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder reinschaltet am zweiten Weihnachtsfeiertag. LS17 Nordfriesische Marsch Map 1.3 geht in den nächsten Folgen. Und zwar natürlich nochmal schon mal Danke für alle diejenigen, die teilgenommen haben an der Abstimmung für das beste Spiel der Adventsserie oder die besten Spiele der Adventsserie. Wer noch nicht teilgenommen hat an der Abstimmung, natürlich gerne nochmal aufgerufen, heute nochmal aktiv zu werden oder morgen oder übermorgen. Wird dann auch schon mal in nächster Zeit, wahrscheinlich morgen oder so, mal einen kleinen Zwischenstand auf der Homepage präsentieren. Vielleicht kommen wir auch schon vorher oder später oder einen Tag später, ich weiß noch nicht genau, ist ja zwischen den Tagen, ist ja immer so, auch an den Weihnachtsfeiertagen, ne? Ist immer zwischendurch, hat man Zeit, zwischendurch keine Zeit, das kann man immer schwer vorausplanen. Aber ne, wie gesagt, alle danke, dass ihr abgestimmt habt und natürlich die, die noch nicht abgestimmt haben, gerne noch teilnehmen. Und leider ja, ihr braucht einen YouTube-Namen. Die meisten von euch haben es ja und die, die es nicht haben, das geht dann leider nicht. Ansonsten kann man sich natürlich aber auch bei YouTube anmelden, das ist kein Problem, kostet nicht viel, kostet eigentlich gar nichts. Nicht nur viel, kostet nicht viel Zeit, wollte ich sagen, kein großer Aufwand, easy gemacht. Und ja, ihr könnt mich so natürlich noch besser unterstützen, indem ihr dann natürlich, wenn ihr reinschaltet und hier schon zuguckt, euch das gefällt, auch gerne natürlich ein Like da lassen. Unterstützt ihr mich super gut mit, vielen, vielen Dank natürlich, wenn ich sehe, so ein Video hat teilweise 100 Likes. Und ich überlege, vor einem Jahr hatte so ein Video vielleicht 10 Likes. Also Wahnsinn, die Entwicklung. Vielen, vielen Dank. Freut mich natürlich, dass euch die Videos gefallen. Freut mich natürlich aber auch, dass die Map bei euch so gut ankommt. Und auch das ist natürlich ja, großes, großes Dankeschön, dass ihr so zahlreich auf der Karte spielt. Und ja, vielen, vielen Dank insgesamt an alle. So, genug ist Dankesrede, ne? Nicht, dass ihr so... Wo fahren wir denn damit jetzt hin? Ich habe noch gar nicht geguckt. Hat er gesagt, wir wollten eigentlich erst nochmal schnell zur Speise und hier gucken. Aber Speiseöl ist der. Die Spawnplätze sind gleich full. Diesel ist hier gut im Tank, 115.000. Aber hier ist beides alle, oder was? Leere Paletten sind fast leer. Raps und Sonnenblumen sind leer. Und hier ist. Raps und Sonnenblumen sind leer. Beide Raps und Sonnenblumen sind leer. Das ist ja schon fast ein bisschen enttäuschend. Den schmeißen wir erstmal raus. Machen wir gleich. Bin mir noch nicht schlüssig. Dann müssen wir ja doch tatsächlich wieder zur Dieselfabrik fahren. Ein bisschen Diesel. Obwohl eigentlich haben wir aktuell genug Diesel überall. Ne? Wir haben bei den Kuttern haben wir Diesel hier. Was eben auch ist, bei dieser Sand- und Kiesproduktion haben wir Diesel. Also warum nicht auch mal verkaufen? Einfach mal ein bisschen direkt Einnahmen kassieren und wieder versuchen, über die Millionengrenze zu kommen. Und morgen ist es soweit. Ich zeige euch noch mal kurz den Umzug zur Map-Version 1.3, was man machen kann und was man machen sollte, damit man auf 1.3 dann ab Freitag reibungslos weiterspielen kann und eben diesen Problem mit den Bunkersilos durch das Durchdrücken der Wände mit dem Schwatt. Dem Schwatt, den man nicht richtig aufsammeln kann, ne? Oder wenn man, also da hängt ja eine ganze Menge Sachen dran. All das hängt mit dieser Boden-Terrain-Größe zusammen und die ist nun mal in der Safe-Game verankert und die kriegt man nicht geändert. Also sei denn, man tauscht sie einmal aus, so wie ich das gesehen habe, weil sonst wäre es bei uns jetzt auch schon geändert und es ist es ja nicht. Also man muss die tatsächlich einmal manuell austauschen, da werden wir wieder in der Safe-Game-Datei ein bisschen rumdoktoren. Aber da werde ich wieder versuchen, euch das möglichst ja, genau zu erzählen, zeigen, wie man das machen kann und dann ist das alles gar kein Problem. Hört sich jetzt vielleicht schlimmer an, als es ist. Ja, der Drescher ist voll gerade. Okay, das erste Mal, dass ein Sonnenblumendrescher steht. Ansonsten sind wir gut durchgekommen. Bisher. Aber ich muss sagen, ich bin gar nicht so traurig, dann können die wieder ein bisschen Abstand gewinnen, nicht, dass die gleich so blöd hintereinander fahren. Lassen wir den einmal leer machen und dann lassen wir ihn wieder fahren. So, Düngerstreuer auf. 33. Wie toll hat der denn gearbeitet? War nicht ganz so perfekt. War schon ziemlich gut, aber nicht perfekt.
Jetzt hier nochmal einmal schnell mal selber nacharbeiten. Und so ein paar kleine Reste, wie wir hier sehen. Dann gehen wir hier vorne in die Kurve. Das sah auch so ein bisschen aus, als wäre das, hätte er hier nicht getroffen. Kann passieren, ist nicht so schlimm. Können wir ja nacharbeiten. Hier sehen wir schon, es ist eine große Ecke nicht getroffen. So, ist ein bisschen schwierig zu sehen, aber ich versuche es jetzt nochmal. Hier, ne? So, das hätten wir. Jetzt müssen wir noch drüben einmal ans andere Ende. Was ist denn das hier noch? Roggen oder was war das? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall werden wir hier gut zu tun haben. Wir müssen die Drescher natürlich einmal Schneidwerke austauschen. Das ist ein bisschen ärgerlich, einmal mit den Dreschern zum Hof zu fahren und dann wieder hier hinzufahren. So, eine letzte Bahn fehlt hier noch. Aber irgendwas ist ja immer. Überlege ich noch, sollen wir das Grasfeld düngen da hinten? Oder wir hatten natürlich das gesehen, auch im Multiplay am Wochenende. Dass es echt sonst zu viel Ertrag wird mit dem Gras, ne, wenn wir das jetzt noch düngen. So, das lassen wir also lieber. Weil das große Feld da, ne? Das große Grasfeld. Das wollen wir jetzt eigentlich demnächst angehen. Dass wir nicht alles demnächst wollen. Ich sollte mir vielleicht mal eine To-Do-Liste hier machen. Man verzettelt sich ja doch sonst mit der Anzahl der Aufgaben hier. Was man als erstes macht, was man als letztes macht, was man zwischendurch noch macht und was man sowieso die ganze Zeit macht. So, kann sein, dass jetzt hier eine ganz kleine Ecke über ist, aber das schreibt man so. Ich denke schon, dass wir das Feld hier mähen einfach drüben. Und das ist natürlich ein Feld, was man mit Courseplay schwer sammeln kann, glaube ich, weil Courseplay dann natürlich ein Problem hat. Aber man kann das wahrscheinlich schon gut Ballen pressen. Das, glaube ich, sollte ganz gut funktionieren. Mit denen zurück auf den Haupthof. Können wir eigentlich auch hier stehen lassen, oder? Wir müssen ja nicht alles wieder auf den Haupthof fahren. Wir müssen nur dann irgendwann merken, was haben wir wo. Also ich denke schon, dass wir mit Courseplay das Feld hier gut geerntet bekommen. Gemäht. Mit dem Big M. Aber dann eben sammeln und auf die Silagebunker fahren, das wird schwierig, weil von vielen Ecken er sich dann fast festfahren kann. Deswegen sage ich eher, ne, machen wir eher Silageballen. Die können wir hier für die Mischfutterproduktion brauchen. Und die Silageballen können wir eben auch in die Rinderstelle reinschmeißen. So, hier wird noch nichts produziert an Dünger, ist klar. Wir haben hier auch noch gar kein... Hier kein... Reinigungsdings da. Kein Kercher. Ja, hier auf dem Hof hat man ja echt genug Platz, ne? Ist alles ein bisschen noch weiträumiger als der andere. Ich habe mir überlegt, vielleicht kommt hier demnächst noch eine Strohhalle irgendwo hin. Hatte ich auch erzählt, oder? So eine Strohlagerung-Halle, wo man praktisch für die Rinder Stroh reinpacken kann, was nach und nach genommen wird. Und so. Ist ein bisschen traurig, der eine hier drin, ne? Aber egal. Irgendwann muss man ja mal anfangen. So, Kollege, Abfahrer. Es wird Zeit
für die Drescher. Da wird es erstmal Zeit zum Ausleeren, ne? Den einen Abfahrer, weil den brauchen wir nochmal, glaube ich. Also dann ab zur Dieselproduktion, ne? Es sei denn, die Getreide AG würde gute Preise bezahlen, die ist ja gleich nebenan, da müssten wir nicht so weit fahren. Muss auch erstmal reichen, wollte ich gerade sagen. Der erste steht nämlich rum. Sind doch ziemlich nah beieinander, macht aber nichts. Also, guter Preis. Da kümmern wir uns bald drum, ne? Die armen Tiere, noch sind sie ja produktiv. Verwunder, so lange wie wir sie vernachlässigt haben, dass sie überhaupt noch produktiv sind. So, was sagte ich jetzt? Sonnenblumen. Eine Getreide AG wäre hier natürlich in der Nähe, ist aber der Preis ist dafür nicht gut genug. Also, ihn hier noch schnappen. Und noch ein bisschen mehr Diesel produzieren, würde ich behaupten. Ansicht. Ja, sind ein paar Meter, ne? Bin sogar N. Ich weiß nicht, ob wir rechtzeitig zurück sind oder ob wir zwischendurch noch wieder switchen müssen. Wollte ich eigentlich nicht. Dachte, wir kommen hin und zurück. Dann haben wir noch Sand abzukippen. Da müssten wir noch einmal zwischenfahren. Noch eine Ladung Sand, eine Ladung Kies brauchen wir für die Baustelle noch. Dann hätten wir das Thema erledigt. Brückenbau. Meine Baustelle, klar, bräuchten wir vielleicht noch für schnelle Geldkassetten. Ansonsten gibt es halt ein paar Geldkassetten aus unserem Obst- und Gemüsehofladen. Dass wir die mal schnell alle auf den Trailer raufschmeißen und damit zum Baumarkt fahren. Auf dem Pickup meine ich. Den Ram habe ich ja immer noch nicht drin, aber der Standard-Pickup tut es auch erst nochmal. Dann lassen wir den erstmal hier stehen. Hier muss auch wahnsinnig viel Kompost schon sein eigentlich, ne?
So, ich fange mal hier an. Kommen noch mehr Ladung. Wollen wir von beiden ein bisschen was herstellen, ne? Das wird für Diesel sein. Einmal abkippen. Und damit hier überhaupt weiter produziert wird, müssen wir den mal nehmen. Den Kurs haben wir rausgeschmissen. Danach brauchen wir wieder den Überführung Hafen zu Sandkies. Genau. Das ist ein stetiger Wechsel. So, und da wird gleich wieder ein bisschen produziert. Dann sollten wir aber tatsächlich mal gucken, dass wir noch ein bisschen Stahl zusammenbekommen. Gleich dürfte die Baustelle wieder losgehen. Aber vielleicht machen wir das tatsächlich so, dass wir jetzt erstmal nochmal eine Sandladung und eine Kiesladung holen. Dann hätten wir das nämlich zumindest schon mal erledigt. Und dann können wir den Helmer hier erstmal irgendwo stehen lassen. Und den hier die Tieflader wieder nehmen. Abfahrer einstellen. Machen wir hier vorne. Und dann heißt es natürlich wieder am Ende warten. So, wir warten auf den Abfahrer. Hier ist er. Abschätzen, aber ich glaube, nee, das kriegen wir. Also wir müssen auf jeden Fall mit dem Kleinen noch einmal wiederkommen. Und dann wird es knapp, ne? Haben wir schon ganz gut was geerntet, würde ich behaupten. So viel geerntet, dass wir dann in der zweiten Folge heute weitermachen. Ich danke euch fürs Zuschauen, natürlich mit so einem kleinen Like unterstütze mich. Vielen, vielen Dank, bis dahin.